Moin, heute geht es mal nicht um eine Kamera, sondern um dieses gute Stück, das Sigma 105mm Blende 1.4. Das ist jetzt kein nagelneues Objektiv am Markt, sondern das gibt es schon durchaus ein paar Jahre. Ich habe das jetzt hier 1,5 Jahre ungefähr und habe das im regelmäßigen Gebrauch. Meine Version ist jetzt hier für das Nikon F-Bajonett. Das gibt es aber für diverse Anschlüsse. Sony E-Mount ist dabei, Canon, das alte EF-Bajonett ist dabei, ich glaube das Sigma L-Bajonett ist auch dabei. Also es gibt es für verschiedene Kamerasysteme, leider noch nicht für die ganz neuen Bajonette, also das Nikon Z-Bajonett und das Canon RF. Das liegt einfach daran, dass das Objektiv jetzt schon einige Jahre auf dem Markt ist und Sigma noch keine neue Version explizit für die spiegellosen Systemkameras auf den Markt gebracht hat. Wie gesagt, meine Version hier für Nikon F. Und das habe ich mir auch ganz bewusst gekauft für die Z6. Und mir war von vornherein klar, dass ich das mit dem Adapter verwende. Und da hatte ich auch tatsächlich nie Probleme. Ja, das soll jetzt kein klassischer Test sein, kein Video, wo ich Testcharts, Ziegelwände oder sonst was fotografiere. Das ist für mich im Alltag relativ irrelevant, sondern ich erzähle euch ein bisschen was, wie ich mit dem Objektiv, was ich damit gemacht habe, was ich für Erfahrungen machen konnte, Vor- und Nachteile, die ich so für mich sehe, und am Ende gibt es ein Fazit, würde ich es nochmal kaufen, ja oder nein. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit der Brennweite an. 105 mm für mich schon eine schöne Porträtbrennweite und exakt dafür habe ich mir das Objektiv auch gekauft. Ich wollte damit hauptsächlich Hundeporträts machen, diesen klassischen Look. Den Hund schön gegen den Hintergrund freistellen und möglichst viel Unschärfe im Bild haben. 105 mm sind für mich eine ganz interessante Brennweite, sehr schön angesiedelt zwischen den klassischen weitwinkligeren 85 mm und den dann telelastigeren 135 mm. Man hat also hier einen etwas engeren Blickwinkel als bei einem 85er. Aber einen etwas weiteren als bei einem 135er. Und das, finde ich, zeichnet dieses Objektiv eben auch aus. Und zusätzlich ist natürlich das Alleinstellungsmerkmal die große Anfangsblende von 1.4. Nikon hat auch noch im Angebot fürs F-Bajonett ein 105 mm 1.4, allerdings dann doch deutlich teurer. Ich hatte damals tatsächlich zwischen den beiden Objektiven hin und her überlegt, da ich ja ein Objektiv für meine Z6 gesucht habe, habe mich letztlich für das Sigma entschieden. Einfach im Prinzip ja wegen des Preises und aber auch, weil es von der Qualität her, was ich damals so gehört habe, sehr, sehr gut sein sollte. Ja, und um das vorwegzunehmen, das kann man auch bestätigen, das Sigma hat überhaupt nicht enttäuscht. Und ist tatsächlich von der Qualität her hervorragend. Ja, man kann also sagen, 105 mm 1.4, das gibt es nicht oft am Markt. Damit kriegt man also einen sehr speziellen Look hin. Gehe ich dann im weiteren Verlauf noch drauf ein. Ja, soweit zur Brennweite allgemein. Also ein telelastiges Porträtobjektiv, also leichtes Teleporträtobjektiv. Zur Verarbeitung. Das ist ein Sigma-Objektiv aus der Art-Serie und das ist wirklich hervorragend verarbeitet. Sigma selbst gibt an, es ist gegen Spritzwasser und Staub geschützt. Ihr habt auch hier am Bajonett eine Gummilippe. Dementsprechend ja, macht das Ganze einen sehr guten Eindruck. Ich habe damit bei Sturm und am Strand fotografiert, also bei wehendem Sand, und hatte tatsächlich nie Probleme, weder mit Staub noch mit leichter Feuchtigkeit. Ja, allgemein die Verarbeitung Sigma typisch in der Art-Serie sehr, sehr gut.
Da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern. Man hat hier noch eine Stativschelle, die kann man abmachen. Ich habe sie dran gelassen, weil wenn man bodennah arbeitet, man das Objektiv durchaus auch mal darauf abstellen kann oder aber auf einem Bohnensack dann stabilisieren könnte. Da muss man nicht das Objektiv drauflegen und man hat noch den Vorteil, dass man eben immer noch den Fokusring hier am Rand frei bewegen kann. Wie gesagt, Verarbeitungsqualität sehr, sehr gut. Auch hier, das finde ich gut gelöst mit der Gegenlichtblende mit so einem Rädchen. Man dreht das Rädchen dann einfach lose, dann kann man die abnehmen und wieder aufsetzen und wieder festschrauben. Ich finde das ganz charmant gelöst. Es gibt natürlich bei den G-Mastern auch diese, ja, auch bei anderen Objektiven diese Möglichkeit mit so einem Button das Ganze zu lösen. Aber ich finde diese Lösung ehrlich gesagt ganz gut. Ja, der Fokusring lässt sich sehr leichtgängig bedienen, also angenehm, smooth. Der ist nicht zu leichtgängig, aber er ist auch nicht zu schwergängig. Und ich habe als Vorteil hier noch eine echte Fokusskala drauf. Also für alle, die manuell fokussieren wollen, vielleicht auch interessant. Zusätzlich gibt es dann hier noch den Button, diesen Schalter hier, manuell Fokus, Autofokus. Da kann ich also jederzeit am Objektiv umstellen, ob ich manuell oder eben Autofokus gesteuert fokussieren möchte. Ja, soweit zur Verarbeitungsqualität. Also meines Erachtens gibt es da überhaupt nichts auszusetzen. Wir haben natürlich Kunststoffelemente. Dieser Ring hier ist leicht gummiert, er fühlt sich also sehr, sehr wertig an und vor allen Dingen rutscht man da auch unter, ja, ich sag mal, harten Kameraeinsatzbedingungen nicht ab. Fühlt sich alles sehr, sehr gut an und von daher gibt es da von mir nichts zu meckern. Wenn wir schon über den Autofokus-Ring und so weiter gesprochen haben, arbeiten wir doch gleich das Thema Autofokus ab. Der Autofokus ist treffsicher, aber nicht der allerschnellste. Also das ist kein Objektiv, mit dem man hier Sportaufnahmen machen kann oder sollte. Denn man muss es einfach sagen, hier drin, ihr seht das ja auch, wird sehr, sehr viel Glas hin und her bewegt. Das Objektiv ist extrem schwer. Es wiegt, jetzt muss ich mal ablesen, in dieser Nikon-Variante 1645 Gramm. Was schon wirklich sehr, sehr schwer ist für ein Objektiv dieser Größe. Denn wenn wir diese Gegenlichtblende abmachen, dann ist es eigentlich, ja, es ist nicht klein. Man sieht den enormen Durchmesser des Frontelements. 105 mm ist der Filterdurchmesser hier. Komme ich gleich noch zu. Das ist also sehr schwierig, dafür Filter zu finden. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man eventuell eben sehr offenblendig fotografieren möchte bei Sonnenlicht am helllichten Tag. Da muss man eben gucken, dass die Kamera dann schnelle Verschlusszeiten kann, wenn man keinen ND-Filter verwenden möchte oder kann. Ja, Autofokus, wie gesagt, also der ist kein Sport-Autofokus. Ich habe damit auch Serienbilder versucht, auch leichte Bewegungen kann man damit einfangen. Wenn so ein Hund sich also langsam auf die Kamera zubewegt, das bekommt das Objektiv durchaus noch hin. Sobald er anfängt, etwas schneller zu rennen, dann hört das auf mit dem Nachführautofokus. Also dann hat man da keine vernünftige Trefferquote mehr. Das liegt jetzt nicht an der Z6, sondern das liegt dann tatsächlich an dem etwas langsamen Autofokus dieses Objektivs. Im normalen Porträtalltag stört das allerdings nicht, da ist der Fokus schnell genug und auch treffsicher. Das heißt, da kann ich auch ganz normal mit Augenautofokus, Gesichtserkennung und so weiter arbeiten und habe trotzdem immer ein scharfes Bild. Da kann ich mich also auch ganz normal darauf verlassen, da muss ich eigentlich nie manuell fokussieren. Weil im normalen Porträtalltag, wenn sich der Hund leicht bewegt, das Model leicht bewegt, ich habe also auch normale Porträt-Shootings damit mal gemacht, dann kommt der Autofokus da immer hinterher. Wie gesagt, das dazu zum Autofokus. Ich bin da eigentlich ganz zufrieden mit, wenn man ein Objektiv mit so viel Glas drin kauft, dann weiß man vorher, dass das kein Sportobjektiv ist normalerweise
Und das ist ja auch, wie gesagt, bei Sigma aus der Art-Serie und nicht aus der Sport-Serie. Ja, das zum Autofokus. Ja, kommen wir noch einmal zum Filterdurchmesser, weil das ist doch noch eine ganz interessante Geschichte. Also gerade bei der Blende 1.4, wenn ich da draußen bei Sonnenlicht, Tageslicht arbeite, dann muss ich natürlich schon sehr schnelle Verschlusszeiten wählen, sehr kurze Verschlusszeiten wählen, damit ich ein korrekt belichtetes Bild habe. Da habe ich mir schon das ein oder andere Mal einen leichten ND-Filter gewünscht, aber ja, ihr seht das hier, bei dem Durchmesser von 105 mm muss man erstmal einen passenden Filter finden. Und das ist wirklich ein Problem bei diesem Objektiv. Es gibt einige wenige Filter am Markt, die sind aber wirklich teuer und oft auch nicht das, was ich dann wollte. Ich habe also ohne Filter gearbeitet. Die Nikon Z6 kann glücklicherweise relativ schnelle Verschlusszeiten. Dementsprechend habe ich da auch bei hellem Sonnenschein eigentlich auch am Strand nie Probleme gehabt, korrekt zu belichten. Man muss das nur vorher wissen. Ja, kann also ein Problem sein, dass man sich eben über Filter Gedanken machen muss, wenn das in der Fotografie für einen eine Rolle spielt. Ja, kommen wir dann zur Bildqualität und ihr habt das ja schon mitgekriegt, ich blende hier immer parallel Fotos ein. Das sind alles Bilder, die mit diesem Objektiv aufgenommen worden sind und die sind vor allen Dingen zum Großteil alle mit Offenblende gemacht, also Blende 1.4, sodass ihr euch wirklich einen Eindruck machen könnt, wie ist das Objektiv offenblendig. Ja, Bildqualität an sich. Das ist ein Sigma-Objektiv aus der Art-Serie. Da gibt es ehrlich gesagt nichts zu meckern. Ich habe mir dieses Objektiv gekauft, um es bei Blende 1.4 zu verwenden. Und genau das kann ich auch tun. Ich habe Blende 1.4 schon eine hervorragende Schärfe. Die ist wirklich so gut. Ihr seht das ja an den eingeblendeten Fotos auch. Es gibt keinen Grund für mich, das Objektiv abzublenden, um eine noch bessere Schärfe zu erreichen. Natürlich bekomme ich durch Abblendung nochmal ein Schärfeplus, aber das ist meines Erachtens jetzt nicht wirklich notwendig, denn schon bei 1.4 habe ich ein so scharfes Objektiv hier. Da kommen einige Objektive von anderen Herstellern nicht ansatzweise im abgeblendeten Zustand dran. Also von daher, was die Bildschärfe angeht, ist es wirklich hervorragend. Auch über das gesamte Bild hinweg. Also wie gesagt, ich verwende es hauptsächlich als Porträtobjektiv. Deswegen kommt es mir natürlich nicht auf die allerletzte Bildecke oben links oder sonst wo an. Aber ich habe natürlich auch irgendwann mal, als ich das Objektiv neu gekauft habe, so ein Testfoto gemacht. Und es ist tatsächlich auch scharf. Über das gesamte Foto hinweg. Das fand ich also schon beeindruckend. Das zur Bildschärfe, gerade im Bereich der Hundefotografie, kommt mir das natürlich darauf an, dass ich ein scharfes Foto habe. Ich weiß, viele Porträtfotografen sagen, naja, ich will gar nicht, dass es so scharf ist, dann sieht man jede Pore. Aber gerade im Bereich der Hundefotografie möchte ich ja, dass das Objektiv ja, sehr, sehr scharf ist, damit ich wirklich die feinen Fellstrukturen erkennen kann, damit ich die Haare im Fell noch einzeln sehen kann. Also von daher für mich durchaus wichtig, dass das Objektiv auch bei Offenblende scharf abliefert und genau das tut es. Ebenfalls für mich sehr wichtig, dass das Objektiv möglichst wenig Bildfehler hat. Und auch da kann ich sagen, bei Offenblende hat das Objektiv so gut wie keine Bildfehler. Natürlich gibt es Flair, wenn ich direkt in die Sonne fotografiere. Das ist auch nicht zu vermeiden bei so einer Riesenlinse. Aber das hält sich in Grenzen und ich habe es noch nie störend feststellen können, ehrlicherweise. Nun fotografiere ich aber auch nicht ständig in die Sonne damit, ne? Was ich aber viel wichtiger finde, ist, dass es tatsächlich für mich keine sichtbaren chromatischen Aberrationen gibt. Vielleicht gibt es die irgendwo, ich habe keine feststellen können. Und chromatische Aberrationen für mich besonders
wichtig, weil gerade wenn ich einen dunklen Hund habe mit einer hellen Blässe, dann kommt es doch häufig vor bei schlechten Objektiven, dass ich dann bei dem Übergang von der hellen Blässe zu den dunklen Feldern eben meist chromatische Aberrationen habe in Form von violetten oder auch so grünlicheren Farbsäumen. Und das ist natürlich Mist. Das kann man, wenn es ausschließlich ja in den scharfen Bereichen ist, relativ gut in der Nachbearbeitung entfernen. Sobald wir diese Sachen aber auch in den unscharfen Bereichen haben, wird es irgendwann lästig, das zu entfernen. Und in Capture One, in dem Programm, in dem ich arbeite, ist es sowieso meist nicht ganz so gut zu entfernen wie vielleicht in Lightroom. Und da ist eben für mich wichtig, dass ein Objektiv sowas erst gar nicht mitbringt. Und das kann man sagen, ist bei dem Sigma hier ebenfalls sehr, sehr gut. Ich blende euch diverse Aufnahmen hier von Hunden ein, schwarzen Hunden mit heller Blässe und weißen Punkten und so weiter. Also da könnt ihr euch ein Bild machen. Ich habe nie chromatische Aberrationen feststellen können. Es mag sie irgendwo geben unter irgendwelchen Extremsituationen, das kann durchaus sein. Ich habe sie nicht feststellen können und darauf kommt es mir im Arbeitsalltag tatsächlich letztlich nur an. Ja, das soll es eigentlich auch schon zur Bildqualität gewesen sein. Wie gesagt, scharf schon ab Blende 1,4, das kann man steigern, indem man abblendet. Aber dafür gibt es tatsächlich meines Erachtens eigentlich keinen Grund. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen dieses Objektivs, die ich jetzt so im Laufe meiner Arbeit damit feststellen konnte. Wie gesagt, ich habe das hauptsächlich für Hundeporträts verwendet, dafür hatte ich es mir auch gekauft. Ich habe damit auch das eine oder andere normale Porträt-Shooting mitgenommen. Die Bilder zeige ich euch jetzt allerdings nicht. Ja, die Vorteile. Also muss man ganz klar sagen, wenn man diesen Look mag, das Hauptmotiv freigestellt gegen den Hintergrund und den Vordergrund, wenn man eine möglichst große Freistellung haben möchte, dann ist natürlich so ein 105 mm Blende 1,4 ganz hervorragend dafür geeignet. Man bekommt hier ein sehr, sehr schönes Bokeh, sehr sanft, sehr gefällig, wie ich finde. Ihr seht das ja auch in den Fotos. Und ich erreiche eine maximale Freistellung, wenn ich mit 1,4 fotografiere. Und ihr seht das auch, ich blende euch das auch ein mit einigen Fotos. Man kann eben auch, und das ist das Schöne bei einem 105 mm mit Blende 1,4, man kann eben auch weiter entfernte Objekte noch sehr schön gegen den Hintergrund freistellen. Das ist also eine Sache, dafür habe ich mir dieses Objektiv tatsächlich gekauft. Ich finde den Look der 105 mm sehr, sehr schön, gerade in Verbindung mit der offenen Blende. Ich habe einen nicht ganz so telelastigen Bildausschnitt wie mit einem 135er, bekomme also noch einiges von der Umgebung mit drauf und habe trotzdem eine maximale Freistellung gegen den Hintergrund. Also genau dieser Look, ich würde mal sagen fast schon plastisch, dreidimensional, den man damit erstellen kann. Genau den wollte ich haben und genau dafür habe ich mir dieses Objektiv gekauft und man wird ehrlicherweise nicht enttäuscht. Der Look ist hervorragend. Also das kann man ganz klar so sagen. Wer auf maximale Freistellung steht, wer wirklich mit seiner Arbeit eine sehr geringe Schärfentiefe erreichen möchte und diese Art der Fotografie gut findet, für den ist dieses Objektiv hervorragend geeignet, denn das kann man damit tatsächlich sehr gut machen. Gleichzeitig hat man damit ein sehr scharfes Objektiv mit wenig Bildfehlern. Ich muss also in der Nachbearbeitung meiner Fotos nicht erst noch hingehen und Bildfehler entfernen bzw. abblenden oder nachschärfen oder was auch immer, sondern kann die Fotos sehr gut verwenden und muss nur noch meinen Look drauf machen, wie ich den gerne hätte und bin dann schon fertig. Also das wirklich zu den großen Vorteilen. Weiterhin ein großer Vorteil, die Verarbeitungsqualität ist wirklich hervorragend. Da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Ich finde es auch wirklich ganz praktisch, dass man zusätzlich noch so eine manuelle Fokusskala hat
Für den Fall, dass man eben wirklich mal manuell fokussieren möchte, ist das zumindest ein ganz nettes Gimmick. Ja, was bleibt wirklich? Also Bildqualität hervorragend, genau das, was ich mir vorgestellt habe. Look unfassbar schön, finde ich. Für die Hundefotografie ist der beste Look, den man so kriegen kann. Ja, das sind alles so die Vorteile dieses Objektivs. Kommen wir zu den Nachteilen. Nachteil Nummer 1, das Ding ist sauschwer. 1645 Gramm in der Version für die Nikon. Und da kommt noch ein Adapter hinten drauf, der FTZ-Adapter, das ist dann auch nochmal so ein Stückchen. Der wiegt auch nochmal ungefähr 140 Gramm. Wenn ich das dann an der Nikon Z6 habe, dann wird das Ganze doch verdammt kopflastig. Ja, das ist, wenn ich wirklich damit fotografiere, nach einer gewissen Zeit, man hat halt sehr viel Objektiv in der Hand, ne? Das wird irgendwann schwer. Und man kann damit sicherlich nicht so lange arbeiten, wie man das mit einem 135G Master von Sony kann oder mit einem 85 1.8 oder so. Da hat man natürlich deutlich weniger Objektiv, deutlich weniger Gewicht in der Hand und dementsprechend auch weniger Ermüdungserscheinungen. Das Gewicht ist noch ein weiterer Nachteil, denn das ist wirklich ein Objektiv, das nehme ich nicht mal eben so mit. Ich sage nicht, okay, das schmeiße ich mir mal in den Rucksack, vielleicht brauche ich es mal für ein, zwei Aufnahmen. Ja. Sondern das ist ein Objektiv, damit gehe ich ganz gezielt los. Wenn ich da wirklich einen Verwendungszweck für habe, dann nehme ich das mit. Ansonsten bleibt es tatsächlich zu Hause. Dann macht es für mich keinen Sinn. Und das ist ein bisschen schade, weil ich mir oft schon gedacht habe, Mensch, hätte ich es mal mitgenommen. Aber 1,6 mit dem Adapter dann 1,7 Kilo, merkt man dann eben doch schon in der Fototasche. Ne? Und dann lasse ich es eben doch bei Wanderung oder so lieber zu Hause und packe noch eine Flasche Wasser ein. Deshalb, das ist wirklich ein Objektiv, das habe ich nur verwendet, wenn ich wusste, okay, jetzt gehe ich genau ein Shooting machen, wo ich dieses Objektiv für brauche und dann packe ich es mir direkt auf die Kamera und nehme es auch mit und dann macht es unglaublichen Spaß, damit zu arbeiten. Es ist aber auch kein Objektiv, mit dem man jetzt ja, lange in der Hand rumläuft. Ne? Kamera raus, Objektiv dann dran und dann hat man irgendwie diese Kombination. Man kann auch eigentlich schon kaum noch nur am Griff der Kamera anfassen. Das ist auch schon immer so eine Sache. Also fasst man es irgendwie an der Stativschelle an. Damit kann man ganz gut rumlaufen. Aber das macht man natürlich auch nicht stundenlang, um vielleicht dann auf den perfekten Moment zu warten, sondern ja, man holt das Ganze dann schon, also ich zumindest, schon sehr bewusst raus, fotografiert dann und dann packt man es auch wieder weg, damit man eben nicht die ganze Zeit dieses Gewicht in der Hand hat. Also Gewicht tatsächlich ein Kritikpunkt, ein Negativpunkt, das weiß man vorher, gar keine Frage. Wenn man ein Objektiv mit so viel Glas da drin kauft, weiß man, dass das schwer ist. Das kann man auch auf den technischen Daten vorher lesen. Aber es ist tatsächlich im Arbeitsalltag schon sehr störend. Das muss ich ganz klar so sagen. Gerade wenn man draußen unterwegs ist, wenn man verschiedene Locations aufsucht, eine Wanderung macht und dann eben zwischendurch mal so ein, zwei Fotos von den Hunden machen möchte. Ja, ne? Also ist es, man muss es schon sehr bewusst mitnehmen wollen. Man wird dann aber dafür mit dem hervorragenden Look belohnt, wenn man es mitgenommen hat. Wie gesagt, also Gewicht ein großer, großer Nachteil. Ein weiterer Nachteil natürlich vorne die 105 mm Filterdurchmesser. Das muss man ganz klar so sagen. Es gibt kaum verfügbare Filter in dieser Größe. Und wenn, dann sind die einfach super teuer. Die kauft man nicht mal eben so, um zu sagen, naja, verwende ich vielleicht mal ein, zweimal. Lohnt sich dann irgendwie nicht, ne? Also das ist schon, und vor allem, wenn man die in einer entsprechenden Qualität haben möchte und was Billiges davor, macht ja keinen Sinn, weil dann hat man hinterher ein schlechteres Bild als vorher. Und ja, warum soll ich mir das gute Objektiv mit einem schlechten Filter verhunzen? Das ist also dann auch wieder so die Sache. Dementsprechend weiß man auch vorher, aber ist tatsächlich, finde ich persönlich, auch ein Nachteil. Also 105 mm Filterdurchmesser ist einfach eine Kampfansage und
finde ich jetzt eben, würde ich als Nachteil werden. Ein weiterer Nachteil ist der tatsächlich etwas langsame Autofokus. Das muss man auch einfach wissen. Das kann man natürlich vorher auch schon wissen und ahnen. Ne? Wenn man vorher schon mal ein paar YouTube-Videos gesehen hat dazu, hatte ich auch, wusste ich das auch entsprechend. Es hat mich auch nicht gestört. Aber es ist schon so, dass der Autofokus wirklich gerade bei bewegten Objekten sehr, sehr langsam ist und oft nicht hinter der Bewegung hinterherkommt. Auch hier nicht unbedingt schlimm, aber man muss es halt einfach irgendwo wissen. Für normalen Alltag reicht es allerdings völlig aus und da fällt der Autofokus auch gar nicht negativ auf. Ja, mehr Nachteile gibt es eigentlich aus meiner Sicht nicht. Das war es auch schon. Ja, kommen wir zum Fazit und der Frage, ja, gefällt es mir nicht, würde ich es mir wieder kaufen? Ich bin total begeistert von dem Objektiv. Den Look, den man mit diesem Objektiv hinbekommt, finde ich, der ist wirklich einzigartig. Da komme ich auch mit einem 85-1.4 oder einem 135-1.8 nicht wirklich hin. Das heißt, ich habe hier mit diesem Objektiv 105 mm 1.4 absolut ein Alleinstellungsmerkmal, was den Look angeht. Aber bei diesem speziellen Objektiv eben auch ein Alleinstellungsmerkmal, was das Gewicht angeht. Denn ein 85-1.4 und 135-1.8 sind einfach mal deutlich, deutlich leichter als dieses Sigma 105-1.4, was über 1600 Gramm wiegt. Und das ist einfach sehr viel Objektiv vorne an der Kamera. Ich habe mir das Objektiv für die Hundefotografie gekauft, für die Hundeporträtfotografie und bin damit absolut zufrieden und begeistert. Ich würde es mir dafür auch immer wieder kaufen, wenn ich bereit bin, das Gewicht zu tragen. Das heißt, wenn ich wirklich weiß, okay, ich nehme das Objektiv nur dann und dann fürs Shooting mit, dann würde ich es mir tatsächlich jederzeit wieder kaufen, denn ich bin maßlos begeistert. Schärfe bei 1.4 ist hervorragend. Bildqualität ist hervorragend, die optische Leistung ist Sigma-typisch fast ungeschlagen. Das Kernproblem, was ich einfach mit dem Objektiv habe, ist letztlich das Gewicht und der etwas langsame Autofokus. Ich bin ja jetzt auf die Sony A7 IV für die Hundefotografie umgestiegen und habe auch lange überlegt, Mensch, sollst du dir das Objektiv für die Sony-Kamera nochmal kaufen? Am Ende habe ich es nicht gemacht. Ich habe mir das 135-1.8 gekauft und es hatte nur zwei Gründe: Gewicht und Autofokus. Der Autofokus beim 135-1.8 ist deutlich schneller, was bewegte Motive angeht. Das heißt, ich habe hier wirklich die Möglichkeit, auch rennende Hunde zu fotografieren, muss dafür nicht ein anderes Objektiv nehmen. Und ich habe einfach viel, viel weniger Gewicht in der Fototasche als mit diesem Klopper hier. Und das muss man ganz klar sagen, ist für mich dann doch der Grund gewesen zu sagen, okay, das Sony 135-1.8 G Master ist ein hervorragendes Objektiv. Es kommt nicht an den Look von dem 105-1.4 ran, gar keine Frage, der Look ist ein anderer, er kommt nah dran, aber ist eben nicht der gleiche. Und dementsprechend mache ich da natürlich ein paar Abstriche, das ist so. Aber ich habe den Vorteil, ich kann damit doch öfter, oder ich nehme das Objektiv öfter mit. Ne? Ich gehe damit öfter einfach mal so raus, habe das auch öfter griffbereit, weil ich es in der Hand habe, weil ich die Kamera draußen habe, weil es eben weniger wiegt und bekomme dann vielleicht doch das eine Foto mehr, was ich mit dem hier nicht bekomme, weil ich das Objektiv und die Kamera in der Tasche habe und eben nicht draußen habe, weil es mir zu schwer oder zu lästig ist, diese große Kombination letztlich in der Hand rumzuschleppen. Deshalb habe ich mir das für die Sony nicht nochmal gekauft. Also wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden. Das Objektiv ist hervorragend. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Es ist scharf. Die Bildqualität ist wirklich über jeden Zweifel erhaben. Und der Look ist hervorragend. Wenn Gewicht eine Rolle spielt und wenn ich wandern gehe mit den Hunden, dann spielt Gewicht für mich eine Rolle. Dann ist das Objektiv nicht ideal und nicht meine erste Wahl. Aber das muss letztlich jeder für sich entscheiden. Wenn man Studiofotograf ist oder wenn man wirklich sagt, ich nehme das so, wie ich das ja auch gemacht habe, dann für das Shooting mit.
und wir gehen da jetzt nur shooten, dann kann man das sehr gut machen. Ne? Wenn man aber wandern geht, dann finde ich das doch ein bisschen viel Gewicht. Dementsprechend habe ich es mir für die Sony jetzt nicht nochmal gekauft. Was aber nicht heißen soll, wie gesagt, dass das ein schlechtes Objektiv ist. Ganz im Gegenteil, es ist, glaube ich, immer noch mein Lieblingsporträtobjektiv, weil der Look einfach so einzigartig und doch so toll ist eben. Ja, das soll es zu dem Objektiv gewesen sein. Ihr seht, ich schwärme dafür. Ich finde es hervorragend und ich glaube auch nicht, dass ich es verkaufen werde, auch wenn ich es jetzt wegen des 135-1.8 ein bisschen weniger verwenden werde, sicherlich. Ich glaube, ich behalte es trotzdem, weil es einen wirklich außergewöhnlichen Bildlook hat und ich das Objektiv wirklich sehr, sehr mag. Also von daher hoffe ich mal, das war für den einen oder anderen hilfreich bei der Entscheidung, wenn ihr euch dieses Objektiv kaufen wollt. Und ich würde einfach sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!